Maybe this is why Mom chose you. And we're back. Herzlich willkommen zurück zu The Wreck. Ja, wir machen jetzt weiter mit der Geschichtenerzählung. Wir haben den Vogel durch, wir haben den Hummer durch. Jetzt sprechen wir hier mit Diane. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass sie halt, laut ihrer Mutter und der Schwester zu sensibel ist. Ne? Ja, aber wir haben irgendwie noch die Situation retten können. Deswegen haben wir gerade noch ein relativ angenehmes Gespräch. Ne? So, ich mache jetzt erstmal ein bisschen weiter. Bist du gerade verbittert? Sicherlich nicht. Sicherlich. Nein, ich meine, du bist verbittert. Du schmolzt ja. Sieh dir deine... Genug, hör auf damit. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich verstehe es einfach nicht. Was gibt es da zu verstehen? Du kennst Marie. Sie ist unberechenbar. Warte, du meinst, du wusstest nichts davon? Du solltest mal sehen, wie meine Unterschrift auf dem Formular aussieht. Ugh, sie ist die Schlimmste. Warum hat sie das getan? Ich habe keine Ahnung. Sie hielt es wohl für sinnvoll, da ich auch den restlichen Papierkram erledige. Es sei denn, sie fand, dass ich perfekt zu ihr passe, weil ich vage mit Aszendent Fische bin oder so. Na gut, aber es ist trotzdem eine große Verantwortung. Und es ist ein bisschen seltsam, ausgerechnet dich zu bitten, diese Entscheidung zu treffen. Bleib ruhig, Junon. Was soll ich denn jetzt tun? Mitten in der Krankenhauscafeteria schreien? Was soll das denn heißen? Das ist nicht mein Stil, obwohl, so wie der Tag heute läuft, könnte das noch werden. Du bist ziemlich tollpatschig. Du kannst kein Essen kochen, ohne das Haus in Brand zu setzen. Das wirst du mir ewig vorhalten, oder? Kommt drauf an. Hast du schon mal einen sicheren Weg gefunden, um Eistorte zu flambieren? Pff, auch egal. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um das alles wieder aufzuwärmen. Wirklich, ich verstehe es nicht. Das ist so wichtig. Warum sollte sie dir mehr vertrauen als mir? Alles klar, das reicht mir. Vertrau mir. Nein, wieso konnte ich das nicht anklicken? Wurde das vielleicht extra so gemacht, dass sich diese Option momentan noch nicht verfügbar ist? Weißt du was? Du hast recht, du hast recht. Nur ein Idiot würde mir vertrauen. Ach, komm schon. Oh ja, jetzt kommt's. Du bist die Zuverlässige, nicht wahr? Diejenige, auf die sich alle verlassen können. Wovon redest du da? Ich bin weg. Ich würde nur über ihr Beatmungsgerät stolpern oder so. Und das will doch niemand, nicht wahr? Du machst dich lächerlich, Junon. Bitte setz dich. Ich wollte dich nicht verärgern. Ach, wirklich nicht? Also das hat dann nicht funktioniert. Und dann sind wir wieder mit dem Auto unterwegs, ne? Dumm. Ja, es ist dumm. Also das war peinlich, oder? Ich kann einfach nicht anders. Also hat Mutter meinen Namen statt ihren auf ein wertloses Papier geschrieben. Was soll's? Ja, und dann haben wir... Diane und ich stecken in diesem blöden Wettbewerb fest. Ich hasse es, aber ich habe das Gefühl, ich kann dem nicht entkommen. Ja, und dann haben wir wieder dieses gleiche Problem. Hier war der Vogel. Hier sind Tabletten. Gibt es noch etwas Interessantes, was ich gesehen habe? Hier ist ein Feuerzeug noch da unten. Und eine Muschel. Die Muschel war das mit dem Hummer, oder? Was kommt da noch? Ich bin so gespannt auf die nächste Story. Hier, was ist das hier? Ach, das Feuerzeug. Muss ich das irgendwie anklicken? Ah, ich musste es anklicken. Interessant. Oh, natürlich erinnere ich mich an diesen Tag. Mein berüchtigter 25. Geburtstag, der Tag, an dem wir Dianes Freundin kennenlernten. Der Tag, an dem wir ein bisschen getanzt, ein bisschen gegessen und zu viel getrunken haben. Aber vor allem der Tag, an dem alle früher nach Hause gingen, denn... Ich habe die Küche in Brand gesteckt, als ich den Nachtisch machte. Es gibt vieles von diesem Abend, das ich dir ja nie erzählt habe. Okay. Also sie hat wirklich die Küche in Brand gesetzt. Oh no. Okay, es geht wieder los. Ich schau mal, ob es hier was schon gibt.
zu entdecken. Was ist das hier? Oh. Ich hatte nicht erwartet, dass Maria ein Geschenk für mich hat, und doch hat sie daran gedacht. Ich muss gestehen, ich war überglücklich. Aber wie immer konnten die Dinge nicht einfach nur schön sein. Ich hoffe, er gefällt dir, denn er hat mich ein Vermögen gekostet. Das sagte sie, als sie mir die Flasche überreichte. Ich hasse Whisky. Ich hasste ihn damals und hasse ihn heute. Oh, sie konnte ihn sich leisten. Sie war noch nicht weltberühmt, aber ihre Karriere nahm Fahrt auf. Damit wurde auch ihr Geschmack immer luxuriöser. Und ich war Lichtjahre von all dem entfernt. So ist das halt mit Marie. Selbst wenn sie etwas für Diane und mich tut, am Ende geht es doch immer um sie. Okay, also war das Geschenk nicht so toll. Aber immerhin hat sie ein Geschenk gekriegt. Hier gibt es erstmal soweit nichts. Ah, da ist was. Es war das erste Mal, dass Diane uns ihre Freundin vorstellte, ihre allererste Freundin. Sie hat keine große Sache daraus gemacht. Sie hat mir nicht einmal gesagt, dass es einen Gast geben würde. Aber ich wusste, dass es ihr wichtig war. Und weder Marie noch ich reagierten angemessen. Oh. Wessen Reaktion wollen wir sehen? Oh, ich habe Angst. Nehmen wir mal sie. Ich war wütend. Ich weiß, dass es dumm ist, aber ich wollte meine Party genießen. Und sie kam mit so etwas Wichtigem um die Ecke. Plötzlich erschien mir mein 25. Geburtstag banal, unwichtig. Von dem Moment an, als Diane und ihre Freundin auftauchten, war ich für Marie nicht mehr wichtig. Sie fiel ihnen um den Hals. Ich glaube nicht, dass ich meine Mutter jemals so aufgeregt gesehen habe. Dann beglückwünschte sie Diane zu ihrer Ablehnung der patriarchalisch verordneten Heteronormativität. Diane sagte nichts, aber ich konnte sehen, dass sie verärgert war. Ihre Intimität war irgendwie auf Aktivismus reduziert worden. Ihre Freundin hieß Sascha. Sie war nett, intuitiv, klug und sehr hübsch. Ich habe mich dagegen gesträubt, diese Party zu organisieren. Es war der letzte Geburtstag, den ich bei Marie feiern würde. Dein Vater und ich waren kurz davor, zusammenzuziehen. Also wollte ich etwas Besonderes machen. Meine Mutter beeindrucken, ihren Respekt verdienen. Das konnte nur geschehen, wenn alles perfekt wäre. Das Feuer machte es zu einem kompletten Reinfall. Aber ganz ehrlich, sie hätte sowieso irgendein Problem gefunden. Okay. Oh Mann, ey. Immer geliebt, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, aber als sie mit kurzgeschnittenem und grün gefärbten Haaren auftauchte, hätte ich sie fast nicht wiedererkannt. Sie war 19 Jahre alt und die Meinung anderer Leute war ihr völlig egal. Für mich war sie unglaublich. Aber ich fragte mich, ob sie zumindest unbewusst versucht hat, Marie zu gefallen. Es hat übrigens funktioniert. Marie hatte immer eine Schwäche für die Rebellen und nichts als Verachtung für den Rest. Rate mal, zu welcher Kategorie ich gehörte. Naja, anscheinend zum Rest, ne? Sonst hätte sie das jetzt nicht gesagt. Was steht da? The Hero with a Thousand Faces. Der Held mit den 1000 Gesichtern? Hm. Das Essen ist ja noch nicht fertig anscheinend. Ah, hier. Ich war an diesem Abend so gestresst, dass ich früh anfing zu trinken. Marie trinkt gerne, Diane auch, und ihre Freundin Sascha machte auch mit. Um es kurz zu machen, wir waren schon bald betrunken, wir alle. Wir hatten Alkohol, wir hatten Zigaretten und noch anderes Zeug. Was für anderes Zeug? Ich muss dir doch nicht alles erzählen. Nach einer Weile war Diane völlig weggetreten, sie konnte kaum noch stehen. Noha.
Das klingt nicht so gut. Also das Ganze hört sich echt nicht nach was Gesundem an. So. Beim Abendessen war Marie sehr charmant. Sie lachte laut, redete viel, stellte alle möglichen Fragen. Sie hat eine unglaubliche Ausstrahlung, wenn sie versucht, jemanden zu gefallen, weißt du? Und an diesem Abend hat sie sich Mühe gegeben. Ich fand das merkwürdig. Sie tat es bestimmt nicht für mich oder für Diane. Und dann fiel mir auf, wie sie Sascha ansah. Nee, ich sah das Glitzern in ihren Augen, so wie wenn sie über japanischen Whisky spricht. Und ich machte mir Sorgen. Nein. Ich hoffe, sie hat sich das eingebildet. Das wäre ja übelst ekelhaft irgendwie. Ich meine, es ist ja ihre Tochter, ne? Also. Oh Mann. Naja, schauen wir mal. Vielleicht habe ich nur was falsch verstanden. Oder sie hat auch was falsch verstanden. Wie hier alles brennt. Und Handy. Handy? Wie sie so gechillt da steht, ne? Während die Küche in Flammen steht. Alex? Alex rief in dieser Nacht mehrmals an. Er wollte wissen, wie es läuft. Er befürchtete, dass die Lage angespannt sein würde und er wollte meine emotionale Hotline sein. Ich habe nicht geantwortet. Ich wollte für mich selbst sorgen. Deswegen hatte ich ihn gar nicht erst eingeladen. Ich gebe zu, dass seine Unterstützung erdrückend sein konnte. Wer ist Alex? Der ist gerade neu dazugekommen. Den kannten wir noch nicht. Ach, das ist der Kuchen, ne? Habe ich gar nicht als Kuchen erkannt. Hier die Kerze. Und wir fangen jetzt wieder von neu an, ne? Oha, diese Story klingt echt nicht gut. Aber dann denke ich so... Na, schauen wir erstmal. Ich will nichts unterstellen, bevor wir nicht die ganze Story kennen. Ist hier noch was? Nee, ne? Hier auch nicht. Hier links. Ganz links war ich auch nicht. Ach, hier kommt was. Ich hatte schöne Kerzen besorgt, um den Tisch zu schmücken. Natürlich habe ich mich verbrannt, als ich sie anzündete. Das hat niemanden überrascht. Das war typisch für mich. Sie nannten mich Skevus. Das bedeutet ungeschickt auf Lateinisch. Marie hat das erfunden. Es machte mir nichts aus. Ganz im Gegenteil. In jeder Familie spielt jeder eine bestimmte Rolle. Du musst nur die finden, die zu dir passt. Und ich mochte es, die Unbeholfene zu sein, der Tollpatsch. So war wenigstens der Druck weg. Okay. Huch. War das schon vorher so? Hier. Ah, da. Na. Also, ja, Diane und ich waren in dieser lächerlichen Rivalität gefangen. Das Chormädchen gegen die Rebellen, die Sanfte gegen die Unbeugsame. Chormädchen? Ich werde nie ernst genommen. Sie darf kein Zeichen von Schwäche zeigen. Und das halten wir uns gegenseitig vor. Aber sobald wir leichtsinnig werden, wird das Offensichtliche klar. Es wurde immer intensiver, je mehr wir in Maries Schatten wuchsen. Wir kümmern uns mehr umeinander als um jede andere Person. Also haben die eigentlich beide ein Problem mit der Mutter, ne? Weil sie halt so eine... Ja. Ich weiß gar nicht, welches Wort ich benutzen soll. Weil sie so eine exzentrische Persönlichkeit ist, wollen wir es so nennen? Nichts. Jetzt haben wir hier wieder die Küche. Oh, sie einmal hier in der Nahaufnahme. Da ist nichts. Oh, da. Unfall.
Die Flammen schlugen sehr schnell sehr hoch. Alle rannten in die Küche. Marie, Diane und Sascha. Wen nehmen wir? Nehmen wir Marie, um die geht es ja eigentlich. Sie schrie mich an. Sie konnte nicht glauben, dass jemand so unfähig sein kann. Oh, ich sagte, es war ein Versehen. Ich wollte die Eistorte anbräunen, aber das geriet außer Kontrolle. Niemand hat meine Geschichte je in Frage gestellt. Die ganze Sache war einfach typisch ich. Alex war nicht da, um mich zu verteidigen, und ich habe es einfach über mich ergehen lassen. Ich habe Sascha nach diesem Tag nie wieder gesehen. Sie und Jan trennten sich ein paar Wochen später. Oder Tage, ich konnte es nicht genau lesen. Also die, nach dem Vorfall haben die sich definitiv getrennt. Die Frage ist, es hat bestimmt nicht mit dem Feuer was zu tun, sondern eher mit der Sache mit der Mutter, würde ich mal sagen. So ganz dreist behaupten. Muss nicht sein, nur von der Vermutung. Wenn sie das schon so gesagt hat. Kommt da noch was? Jetzt haben wir schon den wievielten Durchlauf? Ich habe aufgehört zu zählen. Was habe ich noch übersehen? Hier ist auch nicht so weit. Das sieht so dubios aus. Wo übersehe ich etwas? Hier oben an der Kerze. Ah, da war es, oder? Nee, das ist nur die Kerze, okay. Hier ist ein... Hier, stopp. Vielleicht war ich nur betrunken, vielleicht habe ich mir Dinge eingebildet, vielleicht war ich paranoid. Aber als Marie Sascha in ihr Atelier einlud, um die Bilder und mehr zu sehen, das machte mich nervös. Sie hatte etwas vor, sie wollte sie verführen. Und vielleicht hätte sie das auch. Ich habe versucht, Jan zu warnen, sagte ihr, sie solle aufpassen. Sie war wie weggetreten. Sie sah mich einfach nur an. Sie hatte dieses selige Lächeln. Sie konnte kaum noch die Augen offen halten. Ich musste etwas tun, aber ich konnte Marie nicht direkt gegenübertreten. Ich war nicht stark genug, also improvisierte ich. Also hat sie die Küche extra angezündet? Boah, krass. Ey, heftig. Die Mutter ist echt unnormal. Warum tut man sowas? Hat sie irgendwelche komischen narzisstischen Züge? Ich meine, es ist ja ihre Tochter. Das ist so komisch. Ja, weil den Whisky hat sie ja wohl anscheinend auch nur für sich mitgebracht, ne? Weil sie ja meinte, sie hasst Whisky. Also hat sie ihre Meinung gar nicht interessiert. Uff, ist das krass. Mann, wie viele Durchläufe muss ich hier machen? Ich übersehe die ganze Zeit etwas, oder? Kann es? Ich finde hier das Setting ein bisschen gruselig mit dem Feuer und allem. Ich meine, es ist ja auch keine schöne Geschichte hier. Haben wir wieder eine Runde gedreht, aber hier ist auch nichts, ne? Wow, das hatten wir noch nicht, oder? Doch, jetzt sind wir wieder im Feuer. Hallole. Na, du? Ja, sie sieht auch ziemlich weggetreten aus. Oh, Feuer. Niemand fiel auf, dass die Flasche japanischer Whisky völlig leer war. Ach, Alkohol brennt sehr gut auf dem Herd. Das war die perfekte Ablenkung. Und weißt du was? Ich war nicht mal so betrunken. Ich war hauptsächlich wütend. Auf Marie, auf mich. Vielleicht ist ja doch nichts passiert. Vielleicht hat Marie gar nichts versucht. Ich werde es nie erfahren. Aber ich hatte genug Angst um Dianes Beziehung, dass ich die Küche in Brand setzte. Krass. Also sie ist sich noch nicht mal sicher, ob da wirklich was war. Also es war wirklich nur
ihr Gefühl, was sie hatte, die Angst, weil sie ihr das, ja, zugetraut hat. Das ist echt traurig. Boah, das muss ein echt ekliges Gefühl gewesen sein. Ja, Angst und Wut. Ich frage mich halt, wenn ich jetzt sie gewählt hätte, würde sie dann erklären, wieso sie wütend wäre? Wütend, wieso sie sie vielleicht nicht selbst konfrontiert hat, sondern die Küche in Brand gesteckt hat? Ich weiß es nicht, aber damit erspart man sich meistens doch ein bisschen mehr Drama, ne? Für so einen externen Faktor. Aber ich meine, die Freundin hat ja auch danach Schluss gemacht, also muss ja was dran gewesen sein, ne? An ihrer Behauptung. Oh je. Ach, da. Vertrau mir. Ich habe Diane nie erzählt, was passiert ist. Sie hält mich immer noch für einen Tollpatsch. Ich kann ihr nicht die Wahrheit sagen und sie würde sie sowieso nicht hören wollen. Aber was ich an diesem Abend getan habe, habe ich aus Liebe getan. Marie sagte immer, dass man niemandem im Leben trauen kann. Also in dem Moment konnte Diane mir vertrauen, ob sie es wusste oder auch nicht. Okay, also können wir ihr im Grunde die Story jetzt erzählen, gehe ich mal davon aus. Hier, warum sollte sie dir mehr vertrauen als mir? Vertrau mir, jetzt kann ich es anklicken. Und jetzt versuchen wir wieder zu sehen, wer am weitesten spucken kann. Aber weißt du was? Das spiele ich nicht mit. Was sie heute braucht, ist ihre Schwester. Kein Streit. Weißt du, ich verstehe es ja. Was verstehst du? Warum du so von mir denkst? Die Idiotin, die ständig alles vermasselt. Das habe ich nie. Ich verstehe, denn das ist meine kleine Routine. Was willst du damit sagen? Geheimnis. Was ist nur los mit mir? Ich werde ihr wohl kaum alle meine schmutzigen Geheimnisse erzählen. Das würde mir überhaupt nicht ähnlich sehen, obwohl es wohl ein ziemlich guter Tag für Geständnisse ist. Es ist nicht einfach, zwischen Marie und dir zu existieren. Sie soll es mal von der Seele reden. Es ist nicht einfach, zwischen Marie und dir zu existieren. Zwischen der anmaßenden Künstlerin und ihrer begabten kleinen Draufgängerin. Also, ich dachte mir, wenn ich die Tollpatschige spiele, muss ich mit keinem von euch konkurrieren. Wenn ich so begabt bin, warum zum Teufel habe ich dann diese Grapefruit? Was? Das Ding ist widerlich. Das ist meine Didi-Du. Öffne dein Herz ein kleines bisschen und es wird ihr ganz unwohl. Ich hab's dir ja gesagt, sie ist giftig. Versteh einfach. Wir wissen beide, dass die Dinge zwischen uns manchmal angespannt sind. Gespannt? Es wäre einfach, wenn ich so tun könnte, als wäre das alles ihre Schuld. Dianes Wettbewerbsgeist ist immer unübertroffen. Sie muss die Erste sein, bei allem. Das macht sie manchmal ein bisschen dumm. So wie damals, als sie für Tennis trainierte oder als wir Hamsterrennen gemacht haben. Manchmal wollte ich dich einfach nur schlagen. Als sie für Tennis... Nehmen wir die Hamsterrennen? Ja, ja, genau. Rennhamster. Ziemlich cool, oder? Wir hatten diese Hamster schon eine Zeit lang. Wir haben sie auf dem Dorffest gewonnen. Marie hat sie gehasst, aber wir durften sie behalten, solange sie sie nicht sehen musste. Und Jan wollte immer mit ihnen Rennen veranstalten. Ihrer war wirklich langsam. Er hat jedes Rennen verloren. Es war beschämend. Sie hatte dieses ganze Trainingsprogramm, aber das hat nicht gereicht. Also hat sie die großen Geschütze aufgefahren. Und eines Tages war ihr Hamster bis zum Äußersten gehypt. Meiner konnte dagegen nicht anstinken. Und in der Nacht darauf ist er gestorben. Autsch. Es war nicht schwer, die Wahrheit aus ihr herauszubekommen. Sie hat ihn mit Kaffeebonbons gefüttert. Sie war ein bisschen traurig, aber nicht wirklich. Wenigstens ist er als Sieger abgetreten, sagte sie. Ich könnte so tun, als ob ich nicht so wäre wie sie, aber das ist nicht wahr. Ich habe nur so getan, als ob mir alles egal wäre. Du hast mir manchmal Angst gemacht. Manchmal wollte ich dich einfach nur schlagen. Boah, das mit dem Hamster ist aber schon Tierquälerei, ne? Ist schon ein bisschen krass. Um ehrlich zu sein, wollte ich auch die Beste sein. Zumindest wollte ich sie schlagen. Wir standen ständig in Konkurrenz zueinander und das war anstrengend. So, jetzt kann ich aussuchen. Es gab Tage, da war es schwer. Du hast mir manchmal Angst gemacht. Manchmal wollte ich dich einfach nur schlagen. Ich nehme das Erste. Aber was auch immer passiert ist, ich habe immer versucht, dich zu beschützen.
Ich brauche von niemandem Schutz. Laut ausgesprochen hört es sich komisch an. Du bist die stärkste Person, die ich kenne. Und du bist stark wie eine Seegurke. Ich will damit nur sagen, dass ich immer auf deiner Seite war, wenn es darauf ankam. Redest du gerade von Mutter? Nicht nur von ihr. Ja, natürlich rede ich von Marie. Ich spreche von der Tatsache, dass du meine Schwester bist und das ist etwas Besonderes für mich. Und ich weiß, dass es für dich dasselbe ist. Hör zu, Diane, ich habe keine Ahnung, wie sich die Dinge mit Marie entwickeln werden. Und ich fühle mich wirklich schon seit einiger Zeit nicht mehr wie ich selbst. Aber eines weiß ich, das wird uns helfen. Wie meinst du das? Ich glaube, dass es seine Vorteile hat, ein Roboter zu sein. Ein kühler Kopf ist hilfreich. Und ich denke, das wird uns helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Sicherlich die beste Entscheidung für Marie, aber auch für dich und mich. Vielleicht. Warum siehst du mich so an? Also das ist, weil ich bin es nicht gewohnt, dich so zu sehen. Du klingst selbstbewusst. Das steht dir. Also gut, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. Ich muss eine andere Richtung einschlagen. Du kennst deine Mutter? Im Moment gibt es nicht viel, was wir tun können. Das ist jetzt schwierig, weil sie hat ja gesagt, nach dem Prinzip alles oder nichts. Ich finde es ein bisschen krass, so schnell diese Entscheidung zu treffen. Machen wir erstmal das. Im Moment gibt es nicht viel, was wir tun können. Die Ärztin klingt, als wüsste sie, was sie tut. Sie machen eine Reihe von Tests mit ihr, da werden sie schon irgendwas herausfinden. Ich denke, wir müssen abwarten und Tee trinken. Das kann ich nicht. Nein, ich kann einfach nicht. Ich werde hier nicht rumsetzen und Däumchen drehen. Wir haben keine andere Wahl, Diane. Natürlich haben wir die. Wir müssen die Ärzte im Auge behalten. Sie müssen unbedingt ihr Bestes geben. Wenn ich es mir recht überlege, werden wir sie nicht in diesem Loch lassen. Ich werde meinen Vater anrufen. Ich wette, er hat irgendwo einen Kumpel in einer Privatklinik. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Warum sagst du nichts? Du gibst mir doch recht, oder? Wir müssen kämpfen, nicht wahr? Ich weiß nicht, Jan. Was meinst du mit ich weiß nicht, Jan? Wenn wir an ihrer Stelle wären, weißt du ganz genau, was sie tun würde. Sie würde alles tun, was in ihrer Macht steht, um sicherzustellen, dass wir da heile durchkommen. Das sind wir ihr doch schuldig, oder etwa nicht? Ich ertrage keine Hilflosigkeit mehr. Was war das da hinten? Irgendwas war da schon wieder. Man kann nicht immer etwas tun, verstehst du? Überall herumzurennen und die Ärzte anzuschreien, wird ihr nicht helfen, nur weil wir das glauben. So funktioniert das nicht. Manchmal muss man einfach loslassen. Loslassen? Was loslassen? Weißt du, Diane, vielleicht hat Marie mich gerade deshalb gewählt. Sie weiß, dass ich einen kühlen Kopf bewahren kann, dass ich mich nicht von meinen Gefühlen leiten lasse. Quatsch. Glaubst du nicht, dass es deine Gefühle sind, die da sprechen? Du sagtest ständig, dass Mutter die schlechteste Mutter aller Zeiten ist. Glaubst du ernsthaft, dass du nicht auch einen Teil der Schuld trägst? Was? Wie meinst du das? Du weißt sehr wohl, was ich meine. Sie hätte in dem Auto sterben können. Fast gestorben. Marie war auch im Auto an dem Tag. Erinnerst du dich, mein kleines Rehkitz? Oh, ich habe so eine Vermutung. Ich kann mich nicht erinnern, warum. Ich glaube, sie war auf dem Weg in die Stadt, um etwas zu erledigen. Ich habe vor ihrem Haus geparkt, sie saß vorne und dann... Sie war an meiner Seite, als ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Diane hat recht, Marie hätte sterben können. Und der Arzt sagte, dass so etwas aufgrund eines Traumas, das Jahre zurückliegt, passieren kann. Es ist also alles meine Schuld? Willst du das damit sagen, dass das alles wegen mir passiert? Natürlich nicht, aber seit dem Unfall hat sie dir Arbeit gegeben. Sie hat ihr Bestes getan, um dir zu helfen. Und du willst sie einfach sterben lassen? Verdammt, ich werde sie nicht aufgeben. Wenn du sie hast, ist das dein Problem. Du hast deinen verdammten Verstand verloren. Ach komm, du bist so durchschaubar. Halt die Klappe. Ich will nichts mehr davon hören. Ich gehe jetzt.
ich wirklich so ausrasten? Vielleicht hat sie recht. Vielleicht sollten wir uns streiten. Marie hat es uns so beigebracht. Und muss ich wirklich immer so wütend sein? Hasse ich meine Mutter wirklich? Okay. Okay, hier. Vogel. Warte mal, kann ich da eigentlich wieder zurück? Ich kann also theoretisch das nochmal erleben mit dem Vogel. Ist das richtig? Was ist das? Tatsächlich, wir können da nochmal hin. Ich dachte, das ist so eine einmalige Sache. Oh, hier, Familie. Wann wird Papa kommen? Er wird kommen, wenn er kommt. Bald, mach dir keine Sorgen. Ich kann es kaum erwarten. Morgen besuchen wir den Buckingham Palace. Und Lizzie sagt, dass ich echte Fish and Chips probieren werde. Oh, tut mir leid, Junon. Ich war nie wirklich neidisch auf Dianes Familie. Ich war zu fasziniert von dem Konzept von Familie. Das war eine unglaubliche Entdeckung für mich und so schön zu sehen. Ich habe mir auch Sorgen um sie gemacht. Sie hatte einen Vater und eine Stiefschwester. Sie hatte etwas zu verlieren. Ich hatte nur Marie und Marie ist unsterblich, also war ich in Sicherheit. Hier das nochmal mit dem Hummer. So, man konnte wieder so einen Gedanken fetzen. Kann ich den? Ja, da kann ich auch nochmal hin zum Hummer. Gut zu wissen. Mal schauen, ich fliege das einmal kurz durch. Ob man hier noch was anklicken kann. Warum? Achso, es ist dunkel. Jetzt ist es wieder hell. Oh, hier. Warte, nein, zurück. Kannibalen. Warum machen sie die Gummibänder um ihre Scheren? Damit sie ihn nicht in die Finger schneiden? Ha, ich weiß ihre Sorge zu schätzen, aber nein. Ohne die Bänder würden sie sich gegenseitig auffressen. Als der Typ das sagte, musste ich sofort an meine Mutter denken. Sie hat uns immer vor Leuten gewarnt, davor, wie gefährlich sie sein konnten. Sogar ich, sagte sie, vertraut mir nicht, vertraut niemanden außer euch selbst. Es war anstrengend. Boah, krass. Der Mutter ging es echt nicht gut, ne? Hier nochmal mit dem Feuerzeug, können wir auch nochmal hin. Vertraut niemanden außer sich selbst. Boah, wie traurig. Hier irgendwas? Nichts. Okay, da. Hier, stark. Wow, ich hatte ganz vergessen, wie muskulös du bist. Und, eifersüchtig? Nein, das gefällt mir. Okay, Junon, du bist meine Schwester. Das ist super peinlich. Vor allem, weil du sturzbetrunken bist. Lachen. Was? Oh nein. Sie muss nur neben mir stehen und das Atmen fällt mir leichter. Komisch, wie man mit der Zeit die offensichtlichsten Dinge vergisst. Also sie hangen schon an ihrer Schwester, ne? Auch wenn sie sich viel gestritten haben und dieser Konkurrenzkampf. Weißt du, mein kleines Regis, es gibt ein paar Dinge, die ich dir gerne erzählt hätte. Erstens, erwachsen werden heißt herauszufinden, was dir wirklich wichtig ist und worauf du verzichten kannst. Ich habe nie verstanden, warum die ganze Welt so eine Bedrohung für Marie war. Es hat mir geschadet, so aufzuwachsen. Jetzt habe ich genug davon. Dianne war immer eine beruhigende Präsenz in meinem Leben, obwohl ich nie wusste, wie ich ihr das sagen sollte. Wir hatten völlig unterschiedliche Leben. Wir haben nicht mit denselben Dingen zu schaffen. Aber ich hoffte, es ist noch nicht zu spät, ihr zu sagen, dass sie mir wichtig war. Okay. Also haben wir jetzt noch mal eine Chance?